ass baseline. Ja, ich grüße euch, meine Lieben, zu einem neuen Video von Apple for You. Ja, heute ist mein Paket angekommen, was ich bei Amazon bestellt habe, und das wollen wir heute mal auspacken. Also wird das heute ein Unboxing. Ja, dieses Paket kommt von Amazon und der Hersteller ist Mumbai. Ich habe auch viele andere Sachen von Mumbai. Nur als kleines Beispiel habe ich jetzt hier zum Beispiel meine Samsung Galaxy S2 Schutzhülle, auch von Mumbai. Und ja, ich kann das nur empfehlen von der Firma. Auf jeden Fall eine gute Firma. Machen wir das Ganze mal auf. Also heute möchte ich euch ein cooles Zubehör zeigen. Was das ist, das werdet ihr im laufenden Video sehen. Ja, also ganz einfach hier auspacken. Ich habe es natürlich schon hier geöffnet. Und ja, hier haben wir einmal Rechnung und so ein Krimskrams. Ja, das kann ich wegpacken. Aber mal, was ist das denn? Ladekabel? Nein, es ist kein Ladekabel. Denn das ist nur ein kleines Zubehör für das, was ich heute auspacke. Und zwar eine Dockingstation für den iPod Touch der vierten Generation. Das ist das, was ich mir bestellt habe. Dockingstation von Mumbai für den iPod Touch der vierten Generation. Und ja, machen wir das mal hier auf. Und wir haben hier eine weiße Dockingstation für den iPod Touch der vierten Generation. Sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Hier haben wir auch nochmal, wenn die Kamera scharf stellt, also sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Als kleinen Vergleich habe ich hier meine schwarze Dockingstation, die ihr vielleicht aus anderen Videos schon kennt. Und ja, ihr seht auf jeden Fall, die ist sehr klein im Gegensatz zu der schwarzen. Also die schwarze ist die alte und die weiße ist die neue. Die ist groß, die ist klein. Auf der Unterseite sollte es ganz rutschfest sein, das heißt, es sollte nicht rutschen. Hier ist es auch sehr gut bei der schwarzen und bei der weißen, das muss ich noch testen. Dann haben wir hier noch eine kleine Folie drauf zum Schützen. Ja, die lasse ich mal lieber drauf. Und ja, gucken wir uns mal an, wie das Ganze wirkt. Hier haben wir nochmal ein extra USB-Ladekabel. Den können wir auch aufmachen. Extra zum Aufladen vom Gerät, aber leider kann man damit nicht synchronisieren. Also nur fürs Aufladen gedacht. Ist eigentlich egal. Lege ich mal zur Seite. Dann nehmen wir jetzt hier mal das Testgerät und zum Vergleich die schwarze. So, ich nehme jetzt hier mal meinen iPod Touch und versuche mal das Ganze hier so reinzutun, dass das Ganze auch angemessen sitzt. Geht eigentlich ziemlich einfach und ihr seht, ja, das war's. Die weiße Dockingstation hier. Das passt wirklich angegossen. Ich war ein bisschen skeptisch. Man weiß ja nie, Dockingstation, ob die auch richtig passen. Aber ihr seht, das Ganze passt. Und ich finde, das sieht eigentlich auch sehr stylisch aus. Also ich finde, das Weiß ist sehr schön im Vergleich hier zum Schwarzen, was natürlich ein bisschen abgenutzt ist, weil ich es auch schon länger habe. Aber im Vergleich seht ihr, es ist dünner, was mich auch sehr freut. Ich will nicht ein riesen Ding haben. Ich will es auch neben mein Bett legen. Und das ist auch wirklich ein positiver Aspekt. Also ihr seht, das Ganze funktioniert einwandfrei. Und ja, testen wir mal, ob das USB-Ladekabel auch hinten reinpasst. Mal vielleicht andersrum. Ja, mit ein bisschen Kraft am Ende. Aber sonst passt das eigentlich auch. Hier haben wir noch die Lautsprecher, glaube ich, sind das, für wenn man Musik hören will. Das Ganze kann ich leider nicht testen, da ich keine Musik auf meinem iPod Touch habe. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Aber ist eigentlich egal. Hier haben wir noch den Lineout. Die Kamera scharf stellt. Jetzt sehen wir es hier, der Lineout. Und hier können wir nochmal das USB-Kabel reinstecken. So sieht das so aus. Vielleicht wollt ihr noch was sehen. Ja, das war es eigentlich dazu. Also auf jeden Fall sehr, sehr schönes Gerät. Ich weiß noch nicht, ob ich damit auch Videos machen werde. Muss mal gucken. Aber auf jeden Fall, ja, mal sehen. Wir schauen. Ne? Ich habe jetzt hier 3 Geräte, womit ich Videos machen kann. Also hier noch mein Desktop-Ständer und hier das. Aber auf jeden Fall ist das wirklich, wirklich praktisch. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Der Kauflink ist natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das auch bestellen wollt. Bei Amazon nicht teuer. Ich weiß jetzt gerade nicht den Preis auswendig, aber auf jeden Fall sehr praktisch. Wenn ihr noch was sehen wollt, ja, eigentlich war es das. Mehr haben wir nicht. Das hier nochmal die OVP. Und ja, das war es eigentlich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Daumen hoch. Das Giveaway folgt noch. Auf jeden Fall, also seid gespannt für das Giveaway. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video von mir. Ciao!